Ja, hallo, ich möchte mal wieder mit euch kochen und schon wieder im Mikroquick. Warum? Weil der ist einfach so toll. Alles zusammenschütten, ab in die Mikrowelle und rausholen. Was ich heute mache, ist Kürbisrisotto. Bis vor 14 Tagen, na sagen wir 3 Wochen, habe ich Kürbis gesagt, von mir, Leute, bleibt mir damit weg, esse ich nicht. Dann hat mir eine liebe Kundin, deswegen bin ich über Privatnachrichten immer total erfreut, ein wirklich gutes Rezept für Kürbissuppe gegeben, was total lecker ist. Ja, und jetzt mache ich mal, jetzt habe ich mal ein Rezept mit Kürbisrisotto, das probiere ich das erste Mal. Risotto ist mir gestern wieder aufgefallen. Bin so ins Geschäft gegangen, brauchte mal wieder Reis. Es ist Rundkornreis, den man für ein Risotto braucht. Man braucht kein Risotto-Reis. Milchreis ist auch Rundkornreis. Und das nächste Mal beim Kaufen, achtet mal drauf, was Risotto-Reis kostet und was Milchreis kostet. Das ist ein und dasselbe. Gut, also Rundkornreis habe ich hier 300 Gramm drin. Jetzt kommt da natürlich zu. Zack, wo habe ich es? Ach, da ist er. Ich habe mit dem Super Dicer schon mal ein paar Kürbisse klein gemacht. Einfach mit dem großen Quadrat bin ich hier durchgegangen. Also es sind 500 Gramm, wie nennt sich der? Hokkaido-Kürbis. Und da kann ich nämlich die Schale drin lassen. Das ist toll. Wenn ich etwas nicht schälen muss, finde ich es immer gut. Wenn ich etwas nicht machen muss beim Kochen, ist es gut. Das knallt, weil die Theke hier ist hohl. Deswegen knallt das hier richtig. Auf meiner Arbeitsfläche gerade war das nicht so geknallt. Deswegen nehme ich das Mikro mal ein bisschen weiter weg, damit ihr gleich nicht taub seid. Und das, wie gesagt, es geht hier durch. Ein Kürbis ist ein sehr hartes Gemüse. Also, da habe ich innen drin nur diese Kerne und das Gestrubbele, was da drin ist, rausgemacht. Und in kleine Scheiben geschnitten, damit ich es hier eben bequem durchkriege. Ja, nochmal gucken. Wunderbar. Ab da rein. Das ist wieder toll. So, Schüssel auf, alles rein, Schüssel zu. Für die Zwiebeln brauche ich einen anderen Einsatz, und zwar den mit den ganz kleinen. Der kommt hier wieder rein, verriegeln und dann geht es weiter. Na, da habe ich, gut, dass ich ein Messer dabei habe. Da habe ich aber mal ein Riesenstück Zwiebel gehabt. Das passt ja gar nicht auf die Fläche hier drauf. Und warum ich, ja, das ist wirklich eine Riesenzwiebel, warum ich den kleinen Einsatz nehme, zeige ich euch gleich. Denn damit habe ich jetzt die Zwiebel in kleine Würfel verfrachtet. Klar, könnte ich auch einen Turbochef nehmen. Also ganz entspannt, ihr könnt auch andere Hilfsmittel nehmen. Aber wenn ich schon mal eins schmutzig habe, dann stimmt das so. Oh, kennt ihr. Dann brauche ich nur eins zu spülen und nicht fünf. Da seht ihr lauter kleine Zwiebelstücke, kleine Zwiebelwürfel. Wie gesagt, wer sie noch kleiner haben möchte, weil die Kinder keine Zwiebeln mögen oder der Ehegatte oder man selber keine Zwiebeln so draufbeißen möchte, dann macht das noch kleiner. Bei uns ist immer so, wir sehen gerne, was wir essen. Gut, ach ja, dafür hatte ich das Messer für einen Stich Butter. Ein Stich. Wir machen jetzt wirklich mal nur einen Stich. Gut. War ein großer Stich. War ein Hummelstich oder so. War groß. Ja, jetzt sind an sich alle Zutaten schon drin. Mein Rezept habe ich mir wieder an die Seite gelegt, ist auch egal. Bis auf die Brühe. Also ich habe hier ein Brühe fertig gemacht,
Also das ist jetzt heißes Wasser mit Instant-Pulver, diesmal keine Hühnerbrühe selber gemacht. Und das hier sind 600 Milliliter. Ihr könnt es auch aufspalten in 500 Milliliter und 100 Milliliter Weißwein. Aber wir beide haben heute beschlossen, ich habe beschlossen, dass wir das nur mit Brühe machen. Also das ist jetzt heiße Brühe, die kommt hier rein. Bisschen durchmischen, wie immer. Da kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass das hier raus Risotto wird. Also ich mache das Rezept auch das erste Mal. Ihr seht gleich das Ergebnis. Und was ganz wichtig für uns bei Risotto ist, ich habe hier Parmesankäse. Den habe ich schon angefangen zu reiben. Der kommt natürlich dann, wenn das fertig ist, da rein. Und das sind ungefähr, ja, ich sag mal so 70, 80 Gramm. Ja, wer sagt jetzt von wegen 70 Gramm Käse, da fange ich gar nicht an zu reiben. Mein Deutsch ist heute besonders gut. Kann auch mehr nehmen. Da, fein geriebener Käse, alles gut. So, und das kommt jetzt 18 Minuten bei Vollpower. Vollpower in die Mikrowelle. Das sind bei mir, glaube ich, 800, 900 Watt. Volle Kanne da rein und dann ist gut. Dann ist fertig. Das heißt, dann gibt es noch eine kostenlose Nachgarzeit. Das habe ich von jetzt einer lieben Kollegin gelernt. Das ist kostenlose Nachgarzeit. So müsst ihr das sehen. Wenn ich ihn raushole, ist dieser Pinöppel hier ganz oben und zischt. Den hier muss ich natürlich auch da drauf machen. Und bis der unten ist, ist kostenlose Nachgarzeit. In der Zeit zieht das ganze Essen noch durch und gart noch nach. Schön, wa? Bis gleich. So, ihr hört es und seht es, es beginnt die kostenlose Nachgarzeit.